Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. 3. Und ja, unsere Monorail-Station im Gruselbereich ist weitestgehend fertig. Ich musste irgendwie ein anderes Dach nehmen. Das Dach hat nicht, was zu den Mauern gehört, hat nicht gepasst. Ja, ich habe ja eigentlich noch CSO-Mauern installiert, die zum Gruselbereich passen. Aber die wurden noch nicht erfunden. Das heißt, wir können auch noch mit unserer Geisterbahn eigentlich gar nicht anfangen, die ich irgendwann hier noch bauen möchte. Da müssen wir noch warten. So, ich, Achso, ich muss erstmal die Kamerasteuerung wieder umschalten hier. Das macht mich ja kirre. Huch. unsere Geisterbahn soll ja später mal hier so in diesem Bereich hinkommen. Wird wahrscheinlich auch etwas größer. Das heißt, wir können erstmal in diese Richtung hier unseren Gruselbereich Weg fortsetzen, meine ich. Ja, da möchte ich nämlich gerne hier Galgenschwung oder so hinbauen. Achterbahn, Kinderbahn, aufregende Fahrten. Was haben wir denn noch Schönes hier? Geisterhaus. Ein Geisterhaus. Spiegel. Spiegellabyrinth ist aber nicht gruselig, oder? Ah, doch, ist ein gruseliges Spiegellabyrinth. Naja, das könnte man fast hier noch mit hinquetschen. Nee, passt nicht mehr. Schade. Na doch, würde das... Aber dann müsste man den Eingang so... Ja, schön ist das nicht, ne? Zack. Ist das der Eingang? Das ist der Eingang, jawohl. Dahin und Ausgang machen wir. Ach Gott, was habe ich denn hier gemacht? Nee. Ich hab's verkehrt. Ah, dann passt das ja sowieso wieder nicht. Also ich muss vielleicht doch nochmal hier, zack. Also, ne, hier. Ne. Zack. Ja, will ich. Ja, ich will. Also nochmal gucken hier. Oder so ein Geisterhaus. Wobei, ja, ich weiß ja nicht. Wir bauen ja irgendwann noch eine normale Geisterbahn. Doch, das nehmen wir jetzt. So, Eingang. Der Ausgang müsste da eigentlich auch hin, ne?
Aber das passt dann wieder nicht wegen der Mauern. Obwohl doch, das könnte passen. Doch, hier machen wir den Ausgang hin. Und zack. Und Eingang, was hatte ich denn da genommen? Hier, gruselig, ne? Oder hatte ich hier... Ja, doch. Ja, schön. Jetzt wäre es natürlich angebracht, noch einen kleinen, bin ich bescheuert jetzt, hier, Zaun. So. Ja. Ja, ja. Sloten. Geschlossen. Spinnendesign. Wollen wir mal gucken hier. Was nehmen wir dafür? Nehmen wir mal ein 20. Die Farbe sieht irgendwie blöd aus. Ach, aber was soll's. Ja. Ah, das passt schon mal. Ach so, hier, Name, ne? Oh, danke. Ja, tut mir leid, ich war hier, ne? Ach. Das kam so unerwartet. Ich bin irgendwie, ach. Irgendwie kann ich gerade nicht richtig moderieren hier. Oder kommentieren. Ich weiß nicht, woran es liegt. So, dann müssen wir jetzt die Wege natürlich ein bisschen verschönern. Da hatte ich ja, ich denke mal, nee, ich hatte den hellen genommen. Aber mit, oh Gott, welche Farbe war das denn? Was die? Nee. Oder hatte ich doch nicht, hatte ich doch den dunklen genommen? Ja. So, da muss ich leider, kann ich nicht die 2x2 Kachel nehmen, weil die fehlerhaft sind. Sondern muss das hier alles einzeln so machen. Was hatte ich denn da? Auch, ja, 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 ja. Kommt das hin? Aber das ist so leicht grünlich irgendwie, ne? Ja, doch, das ist das aber.
Oh nein, es wird dunkel. So, das könnten wir hier natürlich auch nochmal machen. Das hatte ich da wohl vergessen. Ich weiß, das ist gerade total spannend hier für euch. Aber ich kann ja nur auch nicht alles auf Screen machen. Das sieht ja dann auch irgendwie... Also, ihr wollt ja schon ein bisschen was sehen und... Was ist denn hier los? Warum? Ja. Da ist eine Unebenheit auch... Was soll's? Warum bin ich eigentlich überhaupt gerade in dieser Folge so abgelenkt? Ich habe doch eben noch die andere aufgenommen. Da konnte ich auch ganz normal reden. ja, ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich gerade gegessen habe und deshalb etwas vollgefuttert bin. Man weiß es nicht so genau. So, jetzt muss ich hier, brauche ich noch die, hier, ne? Zack. Da. Und zwar in Dunkel hier. Achso, ist er noch ausgewählt. Ja, da nicht, da nicht, da nicht, weil das ist überall Weg. Da ist Zaun. Also jetzt hier damit weiter. Aber natürlich auf dieser Seite brauchen wir auch die Rasenkanten. Oder Wegkanten, wie man das auch immer bezeichnen möchte. So, Wo war denn jetzt dieser große Busch? Großer, knorriger Busch. So. Da weiß ich, was wir da hinbauen, und zwar... den könnte man da sogar hinbauen. Ja. So, was sagt hier der Timer? Ah, die Hälfte ist um. Jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos, was ich als nächstes noch machen könnte hier.
Minenexpress hat Türen, die nicht öffnen. Tja, das ist blöd gelaufen, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Dafür haben wir Mechaniker. Die dürften das bald reparieren, hoffe ich. Warum fährt hier eigentlich keiner mit? Oder ich will etwas Spannenderes als Crazy House. Ich finde sowas immer toll, ja? Ich gehe gerne in Crazy Houses wahrscheinlich. Ja? Dann geht ihr gefälligst da auch rein. Ihr blöden Besucher hier. Oh, 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 oh. Vorspulen, vorspulen, vorspulen. Hoppla, ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht erschrocken. So. Ach, jetzt regnet das schon wieder. Ah, oh, wir haben ja noch viel Platz hier in unserem Park. Weiter zu bauen. Aber ich bin gerade überfordert, muss ich sagen. Ich würde sagen, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwo möchte ich ja immer noch einen Strand und so haben, aber ich weiß ja nicht, wie weit wir unsere Bereiche noch ausbreiten hier. Ich weiß auch nicht, wie groß die Geisterbahn später einmal werden wird. Ja, Fragen über Fragen. Hier komm, ich baue jetzt hier noch den Geigenschwung hin. Ja. Platsch. Wobei wir jetzt erstmal hier die Wege nochmal wieder bauen müssen. Und zwar zack, 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 zack. Und dann werde ich gleich mal... Ja, ich weiß auch nicht. Zack. 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 So. Ah, die Gehwegplatten und so werde ich später mal wieder offscreen machen. Haben wir vorhin schon so viel Zeit mit verplempert. Achso, hier, Wartebereich. Ich glaube ja fast, der ist ein bisschen lang, weil so viele wollen da bestimmt nicht mitfahren, aber naja, gut. Naja, hier noch Weg. Hier machen wir einen zweiten Eingang zum Gruselbereich. Oh, da habe ich zu viel gemacht. Ja gut, wie gesagt, das mache ich dann gleich.
Irgendwie möchte ich hier auch nochmal irgendwie eine Verbindung zum Wildwestbereich schaffen. Aber ich weiß noch nicht ganz genau wie. Weil ich habe auch noch zwei, drei Attraktionen, die ich gerne in den Wildwestbereich stellen würde. Aber ich möchte die ungern hier hinten hinbauen. Ich meine, wir könnten hier noch Land hinzukaufen. Aber dann habe ich die ganzen Rundfahrgeschäfte auf einem Haufen. Und das möchte ich eigentlich ungern. Ich würde gerne hier hinten noch ein, zwei. Ah, oder ich ziehe die Mauer hier um zwei Dinger nach vorne und könnte das abreißen und hier noch was hinbauen. Aber das ist auch alles so gequetscht irgendwie. Ich möchte das nicht so gequetscht haben, um ehrlich zu sein. Ich denke, ihr versteht das. Ja, jetzt wird das schon wieder Nacht. Ich fasse es ja nicht. Ich bin so unschlüssig in dieser Episode. So, fahren hier schon welche mit jetzt? Habe ich überhaupt schon eröffnet? Nee, habe ich noch gar nicht, ich Idiot. Falls euch bei irgendeiner Attraktion bessere Namen als die Standarddinger einfallen, könnt ihr mir ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Das können wir ja immer noch mal ändern. Haben wir natürlich ein bisschen das Problem, dass wir hier hinten keine Besucher haben. Aber wenn wir hier weiterbauen, dann kommen irgendwann auch wieder hier Besucher hin. Sauberster Park. Ja, finde ich hübsch. Gut. Also, ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe keinen Ton mehr. Ja. Oh Mann, so. Ich mach mal hier. Ach, obwohl, naja, 6 Minuten haben wir noch. Wisst ihr was, ich fange schon mal an, hier die Monorail-Station für den Wildwestbereich zu bauen. Obwohl, nee, das mache ich auch lieber offscreen, oder? Nee, ich kann ja zumindest schon mal anfangen. Obwohl, nee, wir haben letztes Mal erst eine Station gebaut. Die hier. Kann ich schon wieder eine Station bauen. Ach, so konzeptlos war ich schon lange nicht mehr hier im Let's Play. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Wir können auch noch irgendwo eine Achterbahn hinbauen, aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie weit ich platzmäßig hier was brauche, ne? Wobei hier rechts daneben könnte ich eine hinbauen. Weil ich zu dicht dann an der anderen dran ist, auch blöd. Ach, ja, ja, ja. Oh mein Gott, so viele Möglichkeiten und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah, jetzt ja. Doch, 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 doch. Idee. Nee. Jetzt verläuft die Monorail-Strecke hier schon wieder so kacke. Die muss ich bald irgendwann nochmal wieder umlegen, so wie das aussieht. So, jetzt baue ich hier nämlich. Haha, jetzt habe ich hier Ideen. Wo ist er? Wildwestbereich. Da. Nee. Ist blöd da.
Die Minenfallbahn. Kommt. Hier hin. Hier können wir gleich noch einen Durchgang machen. So, wo ist denn hier jetzt vorne und hinten? Ja, ich glaube so. Platsch. Eingang. Ah. Ich glaube, der Eingang muss dahin, ne? Und hier machen wir den Ausgang hin. Und es wird schon wieder Nacht. Es ist unfassbar, meine Damen und Herren, verehrte Fahrgäste. Oh, ich muss den Boden hier müsste ich dann auch noch mal einfärben wieder. Ja, Stützenabstand ist auch noch in Ordnung. Sieht eigentlich so auch viel realistischer aus, als wenn hier alle 2 Meter so eine Stütze kommt. Da passt das auch ganz gut. Ja. Minenfallbahn, das klingt bescheuert. Mine Tower. Mein Tower, dein Tower, wessen Tower ist denn das jetzt egal? Und eröffnen! Hey, ihr sollt da abbiegen und Eintritt bezahlen und sowieso und überhaupt, aber wenn ihr nicht wollt. So, schaffe ich noch eine kleine Attraktion zu bauen hier? 1 Minute habe ich noch. Dann mache ich das mal schnell. Ich habe ja eben so viel rumgegammelt und wenn wir jetzt 2 Minuten überziehen oder so, ist das auch nicht weiter schlimm. Und zwar, ich werde einmal kurz abspeichern, weil es kommt nämlich jetzt ein... Wie heißt das jetzt? Custom Flat Ride. Ja, einer, der nicht in der Ursprungsversion von Rollercoaster Tycoon 3 dabei ist, sondern den ich mir heruntergeladen habe. Wo ist er denn? Wahrscheinlich ist er hier bei den normalen Dingern drin und nicht unter Western eingespeichert. Was ein bisschen blöd ist. Hier, Old Western Steam Karussell. Boah, diese Enten. Das heißt, da könnten wir einen gemeinsamen Ausgang machen.
da den Eingang. Was soll denn das schon wieder mit den Stützen da? Auf jeden Fall machen wir da schon mal den Ausgang. Da muss ich mir eben mal was überlegen. Kann ich da Büsche pflanzen oder sowas? Ich nehme mal eben das hier. Ja. Moment mal, wenn wir hier... Zäune, wo ist hier Wildwest? Da. Ja, okay, dann mache ich das so. Dann nehmen wir hier... Zäune weg. Unsichtbare Zäune. Jetzt wird da schon wieder dunkel. Und bauen hier den Stacheldrahtzaun hin. Zack. 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 Beziehungsweise nein. Mann, jetzt kriege ich das hier nicht gelöscht gerade. So, auf den Weg. Damit wir da auch noch Deko bauen können. Da ist es auf dem Weg, da auch. Beziehungsweise am Dings. Zack. 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 Schön Stacheldrahtzaun am Kinderfahrgeschäft. Aber das ist ja nur Deko, das ist ja kein echter Stacheldraht. Jaha. So. Ja, ne, das ist doch hier... Hat doch was. Also die Monorail... Die Monorail... wird hier wahrscheinlich nochmal irgendwie anders langfahren. Wobei, naja, mal gucken. Sowas kann man ja immer noch mal umlegen. Warteschlange. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht so eine mega Monster-Warteschlange machen. Achso, die ist ja jetzt auch automatisch ohne Zaun. Ja, dann muss ich den auch noch mal schnell bauen, den Zaun. Fahr weg. Old Western Steam Carousel. Da ist ein Leerzeichen zu viel, so wie das aussieht. Was sagt der Preis? 1 Euro. Wir machen eine Probefahrt. Und eröffnen auch gleich. Ja, das ist leider mit sehr wenigen Polygonen gemacht. Man sieht das. Das ist sehr, aber naja gut. Ich finde es trotzdem ganz nett, muss ich sagen. Gut, jetzt sage ich aber tschüss, winke, winke, bye, bye. Ich werde jetzt offscreen, werde ich hier die Wege verlegen, also die Abdeckung. Achso, dann muss ich gleich die Reinigungskräfte auch nochmal neu hier die auf den neuen Wegen lang schicken. Und ich werde mir hier was überlegen. Ja. Ein bisschen den Boden einfärben und das alles ein bisschen abgrenzen. Eventuell auch einen Eingang bauen, so wie da auch, ja. So ein Tor oder sowas, ja. Gut, alles klar. Und bis zur nächsten Episode sage ich tschüss, winke, winke und bye, bye.